Gleich drei mutige Frauen stellt der Welser Filmemacher Andreas Gruber in seinem neuesten Film Hannas schlafende Hunde vor. Gestern hatte die Literaturverfilmung in gleich zwei Kinosälen im Welser Star Movie Oberösterreich Premiere. Das Publikum hat die Abrechnung mit der Verdrängung in der Zeit der 50er und 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts begeistert aufgenommen. Jetzt hat sie alles überstanden, die kleine Johanna. Über zwei Stunden hat das Publikum mit ihr die bedrückende Enge miterlebt, in einem Wels, in dem die Nazizeit nachwirkte und dunkle Schatten warf. Das bringt schon was in die Welt irgendwie, das sagt schon was aus, das halt auch irgendwie ein bisschen, ich finde die Geschichte ist so ein bisschen, die bringt schon was rüber. Großer Lichtblick für Johanna ist Ruth, die Großmutter. Sie, eine Jüdin, die ihr Augenlicht verloren hat, weil der NS-Blockwart sie nicht in den Luftschutzbunker ließ, lässt sich nicht in die Opferrolle drängen. Die einzigen, die uns damals geholfen haben, waren der junge Kaplan und die Frau Leb. Also halten Sie in Zukunft Ihre Klappe. Die Großmutter ist eine wunderbare Figur, weil sie der kleinen Hanna, ihrer Enkelin, eben zeigt, was es heißt, zu sich zu stehen und Gesicht zu zeigen und zu wissen, wer man ist und das auch laut zu sagen und nicht ängstlich und sich verstecken. Oder ich meine, es war eine schreckliche Zeit damals, nicht nur in Wels, sondern wahrscheinlich überall, als die ganzen alten Nazis noch da waren. Es geht darum, eben nicht Täter zu werden, sondern sich zu befreien. Und am besten befreit man sich von der Opferrolle, indem man diese Rolle opfert. Das klingt ein bisschen wie ein Kalauer, ist aber tatsächlich, glaube ich, ein sehr, sehr zielführender Weg. Also nicht mehr darauf zu bestehen, sich ständig sozusagen auch in dieser psychologischen Situation des Opfers zu zementieren. Ist das für Berger? Hat Deutschland wieder Entschädigung zahlen müssen? Wofür eigentlich? Für Leute wie Sie, die immer noch frei herumlaufen. Es ist denn doch gar nichts passiert. Seien Sie doch nicht so nachtragend. Die Täter aus der Nazizeit sind noch immer da und zeigen unverblümt ihre Ressentiments gegen Johannas Familie. Aus der Hasenjagd wurde in den 50er und 60er Jahren eine neue Jagd. Bei der Johanna schaut das aus, das hätte meine Sau abgestochen. Ich habe das Buch gelesen, das Buch in einem Zug durchgelesen. Und da ist man dann immer sehr gespannt, ob der Film auch so beeindruckend ist. Und ich war besonders beeindruckt von der Leistung, von der Nike. Ganz, ganz toll. Es ist ein Film, der zum Nachdenken anregt. Und ein Film, der uns bitter in Erinnerung ruft, dass das vor nicht allzu langer Zeit bei uns sich so ereignet hat. Ich kann nur immer wieder hoffen, dass wir aus all dem für die Zukunft die richtigen Schlüsse ziehen. Ich habe das voll wichtig gefunden, dass über die Zeit was zu erfahren, und so über die 60er Jahre, dass das immer noch im Untergrund genauso weitergelaufen ist. Er hat ein Parallelkunstwerk zum Roman geschaffen, aber auch wenn er das gemacht hat, hat er die Wesentlichkeit des Romans erfasst und sehr gut transportiert für mich. Jeder soll sein, was er ist. Sonst bedeutet es gar nichts. Hannas schlafende Hunde ist ein Befreiungsschlag gegen Unterdrückung.